Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Beyond Two Souls. Im letzten Part haben wir Nathans Beweggründe herausgefunden. Er hat seine Family da gecaptured und im heutigen Part werden wir jetzt da weitermachen. Keine Ahnung, eigentlich haben wir einen neuen Namen, eine neue Identität. Mal schauen, ob wir hier wirklich so einfach rauskommen. So, schauen wir uns hier in dem CIA-Gebäude um. Wir sollten ja eigentlich noch zu unserem dunkelhäutigen Freund gehen. Wobei mir fällt gerade ein. Nope, ich kann mit Aiden nichts machen. Die Frage ist, stiefen wir jetzt hier einfach raus oder schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um? Ich denke fast... Yep, das Game lässt uns erst gar nicht. Gut, dann ab in den Aufzug, oder? Das wäre jetzt zu easy, wenn wir da jetzt einfach rausstiefeln könnten. Also, glaube ich, dachte ich mir doch. Yep. Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Interessante Art, seine Dankbarkeit zu zeigen. Und eigentlich müsste ihre Mutter doch auch schon auf der anderen Seite auf uns warten, oder? Weil, Jody, die haben wir ja gerettet. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon redest du? Das ist ein Dämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Alles wird gut ausgehen. Na, ich hege da so meine Zweifel. Okay. Dann machen wir sie erstmal frei. Du schaffst das nicht, Aiden. Das werden wir sehen, ob ich das nicht schaffe. Versuch was anderes. Okay. Hol Hilfe. Gut. Schnell. Ich drifte irgendwie gerade davon. Hilfe sollen wir holen. Oh oh. Das schaut nicht gut aus, Leute. Wo ist der Rest vom Team? Ich. Prince und Meg. 3 Monate frei. Nach dem Strand auf einer exotischen Insel. Ich höre sie doch. Diese Bastarde. Okay. Nein, da will ich nicht hey, hin. Ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen.
bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Okay, wie mache ich jetzt auf mich aufmerksam? Ich sehe nichts, womit ich auf mich auf... Cole hier. Ja, oh? Da ist keiner dran, Cole. Hallo? Wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Kann ich dem im Computer irgendwie zeigen, was er sehen soll? Komm schon, komm schon, komm. Das müsstest du doch kennen, Cole. Sei doch nicht so beschränkt. Komm schon, Cole, du kennst die Scheiße doch. Die haben wir doch schon früher in deinem Büro abgezogen. Ich kann... Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Ja, nein. Aiden? Ja? Bist du's, ja. Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Ja, würde ich dir gern zeigen, du Affe. Macht euren Geist frei. Führ uns zu Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. So, lasst mich was umstoßen, bitte. Kann ich hier was umstoßen? Gut. Und jetzt? So. Hier lang. So. Dann hier. Okay, verstehe. Kommt schon, Leute. Dann hier rein, Leute. Da war irgendwas. Kommt ihr? Put, 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 put. So. Schauen wir mal, ob die uns helfen können. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen? Ja, sonst hätte ich nicht geöffnet. So, dann fahren wir eins runter. Wie praktisch, dass die so einen Aiden dabei hat. Kann ich den jetzt bitte erstmal killen? Das ist geil, Leute. Shit, eine Wache. Lass mich machen. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Hoho, Level 4. Schleust uns an ihm vorbei ein. Ihr lasst mich ihn doch einfach töten. Tisch 42, hallo? Hallo? Hallo, grüß dich. Okay. Yep. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton? Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Schnell ein. Führ uns zu Jody. Er redet noch ein bisschen lauter vor der Wache, du Idiot. So, da lang. Blob. Hier. So. Kommt ihr? Jetzt ist die Frage, wo ist der Eingang? Gut. Und jetzt? Jetzt dürfte es eigentlich nicht bald sein, würde ich sagen.
Und komm. Da. So, ich glaube, das ist schon der richtige Raum, oder? Jody ist ja hier. Jody! Sie ist raus. Komm. Nathan, er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Eindämmungsfeld. Gott, er hat's getan. Er hat's getan. Hast du Hilfe? Nein, ist okay. So eine Scheiße, Leute. Hier lang. Beeilung. Wir werden den Kandidaten evakuieren. Ja, kommt schon. Jetzt wieder so eine Fluchtscheiße. Und? Ob wir das schaffen? Wo sind denn unsere Freunde, Leute? Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Oh Mann, dass Nathan jetzt hier so am Rad dreht, das pisst mich schon ein bisschen an. Eigentlich mochte ich den Charakter. Aber wer die alten Spider-Man-Filme gesehen hat, wusste, dass das passieren wird. Ich hoffe, ihr wisst, wo wir hinlaufen, weil ich weiß es nämlich definitiv nicht. Der Schild funktioniert nicht! So. Nur Sie können das ja. Dawkins ist wahnsinnig, das Feld streckt. Jetzt verjagen Sie diese... Halt's Maul, wenn ich fertig bin, bringe ich dich um. Ich sollte Sie töten, McGrath. Aber das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie Sie. Gehen Sie mir aus dem Weg. Sie werden mich sofort ausbringen, Clinton. Action, Clinton, das ist dein Befehl. Danke. Verstehen Sie das als meine Königin? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden alle sterben. Mann, wie ich solche alten Säcke hasse, die keine Ahnung haben, was sie machen. Okay. Mach mir Platz. Kann ich irgendwas tun? Nicht jetzt, Ike. Was kann ich denn tun, Leute? Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Okay. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Ja, okay. Was kannst du noch tun? Wetten wir, der geht hier... Beeilung! Wetten wir, der geht jetzt drauf. Unsere Freunde gehen jetzt drauf. Das kann ich euch garantieren. Das Spiel ist so deprimierend, das muss jetzt drauf. Die müssen jetzt drauf gehen. Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, ihr lasst das Militär bezahlen für den Mist. Ja, wir machen mit. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Naja, wenigstens haben wir schon Erfahrung im Sprengen. Ryan? Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Ja, herzlichen Glückwunsch, das dürftest du jetzt hinkriegen. Gut, dann schauen wir mal weiter, Leute. Und mein Controller vibriert sich wieder ein ab. Die Metasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Das hättest du auch davor sagen können. Dann wäre nur einer gegangen.
Naja, gut. Dann sterben wir halt zu dritt. Ist auch schön. Bin ich der Einzige, der es eilig hat? Beiden. Wenn sie uns bemerken, sind wir tot. Okay. Alles klar. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Okay. Und da bin ich jetzt gespannt, Leute. Oh, die... Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Oh, die schauen nicht nett aus. Dann los. Und los geht's. Okay, los. Leute, wie stressig. Sieht ihr mich? Und? Okay, das war jetzt nicht so gut. Sie sehen uns! Los, lauf! Das ist jetzt gar nicht gut, Leute. Oh, das war klar. Fuck! Jody, sie kommen! Ja, komm. Jody, nein! Keiner wird zurückgelassen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, niemals. Ich lass dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Komm schon. Kann ich ihn bitte heilen? Aiden hat getan, was er konnte. Was war das jetzt für eine Kacke? Ich hätte gerne den Rest auch noch gemacht. Ach, kommt schon. Der tut nur so, der ist nicht tot. Mann. Dass der jetzt stirbt, das hätte echt nicht sein müssen. Können wir mit Aiden hier irgendwas machen? Nö. Scheiße, dass Cole drauf geht, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, Leute. Aber nicht mehr in dem Part, meine Freunde. Das machen wir erst wieder im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.